Ein eingeblendeten Bild. Die letzten Käfer rollen vom Band. Wir gehen live nach Puebla in Mexiko. Meine Damen und Herren, während die Mariachis spielen, wird der letzte Käfer, der 21.000.000. 529.464. Käfer gefeiert. Mit den Farben Mexikos in Blumen auf der Motorhaube. Die Belegschaft ist versammelt, natürlich auch Teile des Managements, nicht nur aus Mexiko von der dortigen Leitung Volkswagens, sondern natürlich auch aus Europa. Ein wirkliches Erfolgsmodell der VW Käfer, auch immer wieder gerne Kugel-Porsche genannt. 70 Jahre ein Auto, das im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Ein luftgekühlter Motor. Wir sehen hier das letzte Modell. Es ist die letzte Edition und auch dieses letzte Modell wird dann nach Wolfsburg gehen, um im Museum des Volkswagenwerkes bestaunt zu werden. Es ist ein blaues Auto, Aquaris Blue, so heißt die Farbe. Und diese letzte Edition zeichnet sich dadurch aus, dass auch die Felgen mit dieser Farbe belegt sind. Ansonsten ein richtiges Retro-Modell der Käfer, wie er vor Jahrzehnten auch schon ausgesehen hat und sehr vielen VW-Käferfahrern in Erinnerung geblieben ist. 1978 ist die Produktion in Europa eingestellt worden und seit 1996 wird er ausschließlich noch in Mexiko hergestellt, bis heute, bis eben hier das letzte Modell. Now, Engineer Klaus Mehling, Director of Quality Assurance, will release our last sedan worldwide. Built in Mexico. Den letzten weltweit hergestellten VW-Käfer. We'd like to invite Engineer Jung. Wir möchten den Ingenieur Herrn Jung und Herrn Bader einladen, uns hier zu begleiten. Thank you.
Next, the president of Volkswagen Mexico. Der letzte Käfer.